Hallo, YouTubers Live 2 ist wieder da. Übrigens, ganz kurz mal, was mich auch mega interessieren würde. Sorry für diese komische Anmoderation, aber da habe ich mit dem Toda letztens drüber gesprochen. YouTubers Live 1 habe ich ja nie gespielt. Diejenigen von euch da draußen, die gerade dieses Spiel spielen, habt ihr den ersten Teil gespielt? Ich habe mit Toda darüber gesprochen und er hat gemeint, der erste Teil ist so komplett was anderes als das, was ich ihm vom zweiten Teil erzählt habe. Und ich war echt am Überlegen, wenn der zweite macht mir mega Spaß, ob ich den ersten irgendwann mal nachholen soll, wenn das hier mal durch sein sollte. Die Frage ist nur, ist es wirklich so komisch anders, wie Toda es beschrieben hat? Das würde mich echt mal interessieren. Gleich mal eine Aufforderung an die Leute, die zugucken, ob ihr schon mal den ersten gespielt habt und mir sagen könnt, ob der erste komplett anders ist. Das würde mich echt interessieren. So, ich mit meinem wahnsinnig tollen Outfit, das müssen wir unbedingt mal ändern, das ist echt mega... Ja. Gucke mich hier ein bisschen um. Wir gucken uns natürlich heute die Hashtags an. Calypso Strandbar, da können wir demnächst einfach mal ganz kurz einen Abstecher machen. Ich glaube, heute ist nichts Wichtiges. Warum mache ich heute trotzdem einen Part? Es gibt was zu feiern, liebe Leute. Ihr habt es noch nicht gesehen. Warte, ihr seht es jetzt gleich. Wir haben 100.000 Abonnenten erreicht. 102.617 Abonnenten mittlerweile. Alter, ist das eine geile Sache. Deswegen können wir jetzt einiges anders machen. Dazu kommen wir gleich. Einige Medienunternehmen beschuldigen das Rathaus, ein B-Konto zu haben. Früher oder später kommt alles ans Licht, Frau Bürgermeisterin. Ich wusste, die hat Dreck am Stecken. Wer einfach in der Arbeitszeit so mittendrin aus dem Rathaus rausgeht, um spazieren zu gehen, der hat nur Dreck am Stecken. Das wusste ich. Das macht keiner. Karim. Du wirst es nicht glauben. Ich habe ein Foto mit verdächtig robotisch in der Nähe des Innenstadtviertels. Ich habe ein Foto in der Nähe des Innenstadtviertels gemacht, oder? Oh Gott, ich habe mir gerade ein... Karim, wahrscheinlich ein Ausländer, ne? Ich habe den gerade berichtigt in Deutsch. Es tut mir wahnsinnig leid. Das kam jetzt wahrscheinlich rassistischer rüber, als es eigentlich sein sollte. Oh, und June, den habe ich schon komplett vergessen. Kennt ihr noch den alten Sack vom Surfshop? Ich liebe Hashtag Schwimmen zu dieser Zeit des Jahres. Ich finde, das ist die beste Zeit. Okay, schwimm du mal. Ich schwimm ganz bestimmt nicht mit dir. Ich will dich nicht in Badehose sehen. Ich nutze den Tag, um mein Zuhause neu zu dekorieren. Hashtag neues Setup. Könnte ich mir jetzt auch leisten? Ich habe es endlich geschafft, in die VIP-Zone zu kommen. Es ist so cool. Oh, Angeberin. Hat ein bisschen was von Concrafter, ne? Der damals sich darüber beschwert hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Sich beschwerte, dass er an die Disco nicht gekommen ist, umsonst. Alter, das war ein echt fieses Video. Das hätte er nicht machen sollen. Ich glaube, es kam definitiv negativer rüber, als er es gemeint hat. Ich glaube wirklich nicht, dass er so bösartige Gedanken gehabt hat, so abgehoben gewesen ist. Ich glaube, es kam einfach nur falsch rüber. Also, man muss halt aufpassen, was man sagt im Internet, ne? Gut, ja, dann gucken wir uns mal unsere Aufgaben heute an. Falls wir noch was Nebensächliches machen können. Es ist nur eines, und zwar der Saga Dream Livestream. Den können wir noch machen. Den kriegen wir heute irgendwann mal untergebracht, ne? Ich habe neue Karten gekriegt. Die haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ne? Hier zum Beispiel. Du setzt dein bestes falsches Lächeln auf. Okay, warte mal. Ich versuch's. Achtung. War das gut? Ich habe es so falsch versucht wie möglich. Ich lächle normalerweise immer richtig. Du genießt Musik. Und dann schnurre ich dabei, oder was? Da war noch was, ne? Das ist pures Glück. Hm, genau. Wenn ich so eine Flappe ziehen würde, pures Glück. Hä? Oh, und du bist traurig. Oh Gott, ist süß. Ist das ein Hund oder eine Katze? Ich kann es nicht ganz identifizieren. Ist das eine Mischung? Aber ist das süß? Und was ist das hier? Du benimmst dich wie eine Brotkönigin. Was? Ach, das kommt von Lawrence Seaside. Das ist bestimmt ein Insider von der Brotkönigin. Ach so, bestimmt. Hier war ja so eine Quest mit Brot, ne?
Gut. Was ist denn eine Brotkönigin? Ich kenne die Weinköniginnen, die man hier ständig irgendwo hier in der Nähe, wirklich wohnen im Schwarzwald, die werden immer Weinköniginnen gekürt. Und da werden immer Poster aufgehangen. In jedem Gebiet gibt es dann eben so eine Weinkönigin. Alter, die sehen manchmal aus, ne? Ich frage mich immer, wie so eine Weinkönigin gewählt wird. Wahrscheinlich die, die am meisten verträgt und noch stehen kann. Die muss mit allen im Dorf saufen gehen. Und diejenige, die am Ende stehen bleibt und als letztes umkippt, das ist die Weinkönigin oder so. Bootzeit. Okay. Ich glaube, mehr habe ich nicht gekriegt, ne? Aber dann haben wir sie zumindest auch mal angeguckt. Und wir haben was Neues offensichtlich. Genau, ich kann nämlich jetzt mit meiner Silbermitgliedschaft wegen den 100.000 Abonnenten, kann ich jetzt tatsächlich... Ja, geil, ne? Kann ich jetzt tatsächlich in diesen Elite-Fitness-Club. Und da gehen wir jetzt als nächstes hin. Als Anerkennung für deine Verdienste auf YouTube ist es uns eine Ehre, dir dieses Geschenk zu überreichen. Oh, das wäre mein privater Traum, ehrlich gesagt, wirklich auch. Komm, den machen wir direkt daneben. Oh, Alter, so ein Playbutton, ne? So ein Silberabzeichen für 100.000 Abonnenten. Oh, jetzt werde ich gerade ein bisschen nostalgisch, oder was heißt, nicht nostalgisch, aber doch irgendwie schon, weil ich früher schon drüber nachgedacht habe. Ich habe früher ja auch, ich habe ja mit YouTube angefangen in einem gewissen Alter, in einer gewissen Zeit. Und ich glaube, der Abstand ist nicht richtig, oder? Ich glaube, der Abstand da ist größer als da. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt so. Hashtag neues Setup. Machen wir gleich ein Foto von. Alter! Unter den Rock gucken lassen! Guck mal hier. Nee, so nicht. Aber so ging das, oder? Ah, nicht wirklich. Hashtag. Ein Traum wird wahr. Also nicht nur, dass die Leute mir unter den Rock gucken können. Das ist deren Traum. Der wird jetzt hier wahr. Nein, mein Traum, der 100.000 Play-Button. Tatsächlich, also es ist jetzt ohne Scheiß. Ich würde mir wünschen, dass ich ihn irgendwann mal erreichen würde, aber ich weiß echt nicht, also wirklich, ich meine das jetzt wirklich ganz ernst, ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde. Ob ich vorher aufgebe mit YouTube, weil ich denke, dass es dann vielleicht sich... Es ist ja ein Hobby. Vielleicht macht es mir auch irgendwann keinen Spaß mehr. Bis man 100.000 hat, da muss man es ja schon fast hauptberuflich machen. Ansonsten bringt das ja nicht viel. YouTube muss man hauptberuflich machen, um wirklich so weit zu kommen, dass man dann irgendwie die 100.000, 200.000, 300.000 Abonnenten bekommt. Da muss man ganz andere Dinge anstellen. Und noch mache ich es ja als Hobby. Vielleicht, wenn irgendwie alles glücklich laufen würde in Zukunft, könnte es vielleicht mehr werden. Aber dafür mache ich es nicht. Ich mache es wirklich nur des Hobbys wegen. Und solange ich es so mache, kann ich es wahrscheinlich auch knicken mit den 100.000. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht habe ich ja irgendwann Glück. Was sagst du dazu, Mann, der einfach nur doof rumsteht und gucken muss? Du hast einen echt blöden Job. Entschuldigung. Guten Morgen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich will jetzt in den Club. Ich habe ein tolles Outfit und ich habe 100.000 Abonnenten. Du brauchst einen Elite-Fitnessstudio-Mitgliedausweis, um in den Club zu kommen. Leider ist das nur für YouTuber, die mindestens eine Silberliga angehören. Ich gehöre da jetzt hin. Es sieht so aus, als ob du die Voraussetzungen erfüllst, um Mitglied des Clubs zu werden. Der Zugang kostet jährlich... Pff. 10.000 jährlich. Das sind wie viel monatlich? Ach, weniger als 1.000 monatlich. Das ist doch gar nichts. oder sagen wir mal 800 Euro ungefähr, jetzt Pi mal Daumen, 800 Euro monatlich fürs Fitnessstudio? Wer zahlt sowas? Ja gut, Elite, aber wer geht da hin? Lady Gaga? Ich frag's mich wirklich. Großartig, hier ist der Elite-Fitnessstudio-Mitglied oder sowas. Denk dran, dass er ein Jahr lang gültig ist. Yeah, ich kann da rein. Und dann muss ich jetzt meiner Fitness-Tante, der muss ich ja noch einen Gefallen tun. Übrigens, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, was auch eine Neuerung von dem Update ist, Alter, ein Pool!
Hey, hör auf, mich wegzuschieben. Ich will doch nur in den Pool. Aber ich darf da nicht reinspringen, steht da. Eine Neuerung, die mir in den Kommentaren genannt wurde, war, Toffi, es wird jetzt später dunkel. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis. Also das ist auch eine Neuerung. Finde ich ganz gut, gerade weil man dann ja bessere Fotos machen kann, wenn man jetzt das Upgrade für den B-Bot noch nicht hat. Und ihr seht es hinter mir. Jetzt sieht man da, welche Quests man noch machen muss. Die werden jetzt hier eingeblendet. Finde ich ganz cool. Alter, wer bist du denn? Alter, Mucki Man. Moose, Alter. Moose, was los? Sag's mir nicht, Alter. Du bist hergekommen, dafür zu sorgen, dass ich Clara nicht mehr dazu dränge, wieder in den Ring zu steigen, Alter. Provozier mich nicht, Tubirkio. Was heißt denn Tubirkio? Tubirzio? Tiburzio? Ist das eine Beleidigung auf Ukrainisch? Du Tippex-Fanatiker oder so? Woher kennst du meinen richtigen Namen? Okay, das ist sein Name. Okay, ich höre auf, über deine Fanseite von Clara zu reden. Aber erzähl niemandem davon. Mein Image bedeutet mir alles, Mann. Hier, ich habe das Outfit, das Clara trug, als sie ihre erste Meisterschaft gewonnen hat. Auf Amazing On gekauft. Amazing On. Keine Anspielung auf gar nichts. Ich gebe dir es im guten Glauben, Alter. Kann ich ein Eis haben? Ey, tatsächlich, da gibt's sowas. Eine Flasche Wasser. Nein. Ein Eiweißriegel? Erdbeersahne-Shake? Aber der Eiweißriegel bringt viel, ne? Ja, gut. Oh, ist das schön hier. Oh, hier würde ich den ganzen Tag bleiben wollen. Gibt es hier noch irgendeine andere Persönlichkeit? Nee, ne? Ich glaube, das tatsächlich ist die einzige gewesen ist. Ja. Aber einen neuen Bereich kennengelernt. Und ich würde zu gern in den Pool springen. Darf ich da rein? Tatsächlich! Ey, du kannst nicht in deinen normalen Kleidung schwimmen. Du musst einen Badeanzug tragen. Ein Anzug? Ich bin keine Frau, auch wenn ich einen BH trage. Entschuldigung. Es ist ja auch verwirrend, ne? Ich trage ja hier diese Muscheln an den Nippeln. Ist ja eigentlich schon ziemlich verwirrend, ne? Vielleicht soll ich halt einfach rumlaufen und sagen, ich habe einen Penis. Vielleicht sind die Leute dann irgendwie ein bisschen weniger verwirrt. So, dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Hier kann man auch mehr machen, ne? Hashtag Strand. Boah, Klimmzüge, Alter, cool. Also das neue Fitnessstudio gefällt mir. Ich finde es cool. Viel besser als das andere, tatsächlich. Guten Morgen, Toffi. Ja, guten Morgen. Gut, dann hätten wir hier eine wichtige Sache gemacht. Die Frage ist nur, was machen wir heute sonst noch? Ja, wobei, wir können jetzt eigentlich direkt ins Fitnessstudio gehen und ihr die guten Neuigkeiten sagen, ne? Der Fitness-Tante. Nee, ins Later-Surf will ich nicht gehen. Da ist der alte June und in seiner Badehose. Den will ich nicht sehen. Mir ist nämlich auch aufgefallen, wenn ihr eine Aufgabe erledigen müsst für die jeweiligen Leute hier in dieser Stadt, dann könnt ihr deren Verbindung, deren Beziehung nicht weiter verstärken. Solange die Aufgabe läuft und ihr sie nicht verbessern, nicht abschließen könnt, verbessert ihr eure Beziehung zu diesen Charakteren nicht, egal wie oft ihr mit ihnen sprecht. Die Herzchen werden nicht gefüllt, solange die Aufgabe immer noch läuft. Das heißt, deswegen habe ich auch die ganze Zeit mit dieser Fitness-Tante nicht geredet, Clara, weil ich mit der sowieso nicht meine Verbindung stärken konnte. Danke, Mann. Der Typ hat gesagt, dass er aufhört, mich zu bedrängen, wieder zu kämpfen. Ich sehe, er hat mir mein altes Boxoutfit gegeben. Behalt es. Es weckt nur Erinnerungen, die ich lieber vergessen würde. Naja, ich muss los. Ich habe meinen Fans versprochen, ein Video von meinem Kampftanz hochzuladen. Willst du es zuerst sehen? Yeah! Ich kann jetzt machen. Das ist ein Kampftanz? Ja. Den Leuten, mit denen du kämpfen möchtest, zeigst du einfach. Und wie besiegt man sie? Indem sie sich zu Tode lachen. Das ist. Also bitte. Komm, jetzt ziehen wir aber noch ihr Outfit an, weil sonst wirkt das mit dem Tanz ja gar nicht richtig. Oberkörper, gibt's hier jetzt was Neues?
Nee. Ach nee, wahrscheinlich ganz Kostüm, ne? Das hier, ne? Alter, oh. Alter, ja, Toffi. Yeah, neues Outfit. Hashtag geil. Hashtag nackte Haut. Hashtag Tanz. Das war doch kein Kampftanz. Es gibt tatsächlich eine Kampftechnik, die quasi als Tanz oder ein Tanz, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt, der Tanz dient als Grundlage für diese Kampftechnik. Capoeira heißt das, glaube ich, ne? Oder heißt es Pokémon so? Es gibt auch ein Pokémon, das so heißt. Aber irgendwie so in Ähnlichkeit, ähnlich heißt dieser Kampf. Die Sportkampftechnik oder sowas. Und ich habe mich immer gefragt, wie das so wirkt. Ist das wirklich so gut, wie man denkt? Oder hilft das gar nicht wirklich? Ich entwerfe meine Kleidungsstücke mit Gold und Silberfäden und ich muss in aller Bescheidenheit sagen, ich bin der beste Designer der Welt. Und immer so bescheiden. Die Klamotten von Nico und Rico sind wirklich toll geworden. Sogar Gianni persönlich wird kommen und mir gratulieren. Ja, dann viel Spaß. Das ist ein zwielichtiger Fuzzi. So, wir gehen jetzt ins Rathaus. Warte, ich muss aber anders laufen. In der Disco war ich auch noch nie. Da muss ich auch mal hin. Da ist das Rathaus. Wir gehen jetzt ins... Willkommen bei Retro World. Der beste Laden für gebrauchte Retro-Spiele. Du kannst uns jedes Wochenende finden und wir aktualisieren unser Katalog täglich. Was du heute nicht findest, findest du vielleicht morgen. Kann mal gucken, ob es was Neues gibt. Ah, hier. Monkey King. Habe ich noch nicht. Joa, kaufe ich mir. Die habe ich schon. Habe ich schon. Moonbound habe ich auch noch nicht. Wer weiß, was wir noch alles hier... Achso, warte. Nein. Ich habe noch nicht gesehen, wie viel. Ob ich es habe. Ah, habe ich schon. Ultra Soccer. Okay. Gibt es eigentlich neue Klamotten? Nee, nur noch die alten. Gut, wir gehen zur... Alter, nein! Samstags und sonntags geschlossen. Nein! Aber da ist doch ein USB-Stick. Da steht's. Geheime Informationen, Rathaus, Hashtag Betrug. Ich will den haben. Nein. Nein. Was? Verdächtig robotisch? Wo ist denn der? Das stand auf Insta-Live, ne? Vielleicht finden wir den verdächtig robotischen hier. Ich weiß nicht, ich habe ein Foto in der Nähe des Innenstadtviertels. Okay, dann gehe ich da jetzt als nächstes hin. Vielleicht finde ich den ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um den zu finden. Verdächtig robotisch. Tanzt er den Robo-Dance? So, Innenstadt. Aber wo? Da muss ich irgendwie an die Assistentin vom Dr. Ermingau denken. Die ist doch ein Roboter, oder? Aber ob die verdächtig robotisch ist, würdet ihr das sagen? So, ich düse mal ein bisschen hier mit dem Ding rum. Ich fahre mal hier lang, in der Hoffnung, dass da... Aha! Verdächtig robotisch! Ups. Ich konnte nicht mit der reden. Wo ist die? Die ist weggelaufen. Ich konnte mit der nicht reden. Willst du mich verarschen? Ich wollte ein Foto mit der machen. Alter. Komm jetzt her hier. Wo ist die? Die ist abgehauen. Die blöde Nuss. Och nö. Ja gut, verdächtig robotisch. Ja gut, wenn sie ein Roboter ist, ist sie wahrscheinlich ins Nirvana, hat sie sich geportet. Wo ist sie? Missy! Ich gebe dir auch Öl. Da, Roboter brauchen das doch, oder? Ein bisschen Schmiere für die Gelenke. Missy, wo bist du? Jetzt ist die Zeit gleich um, ne? Nicht mehr so viel Zeit. Och nö. Och komm. Ey, so schnell konnte die gar nicht weggehen. Es war wahrscheinlich wirklich so, dass du nur eine bestimmte Uhrzeit da machen musstest oder irgendwie sowas. Und die Uhrzeit habe ich verpasst. Und das ist auch wieder geschlossen.
Das nervt. Was haben wir sonst noch für Erledigungen? Klar, wir können den Livestream noch machen, aber es nervt mich jetzt. Ich wollte heute noch ein paar andere Sachen machen. Heute ist nicht mein Tag. Guck mal, die Sachen können wir auf jeden Fall alle noch machen. Genau. Die Bibliothek weiß ich immer noch nicht, wo die ist. Genau. Während ich übrigens offscreen auf die... ich habe nur einen einzigen Tag offscreen gemacht, habe ich ein paar Beziehungen gestärkt und habe jetzt hier 3 weitere Sidequests freigeschalten. Baba May. Schachtel mit Erinnerungen. Erkunde das Viertel, finde das Paket und bringe es zu ihr. Die müssen wir finden. Finde einen Mentor, der bereit ist, Joy zu helfen. Gib ihm die Wiki-Trips-Karte und überzeuge ihn, ihnen zu helfen. Wenn du das getan hast, finde Joy, ihr die gute Nachricht zu überbringen. Gut, da können wir jetzt auch mit jedem X-Beliebigen reden. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, wo wir den finden. Müssen wir mit allen Leuten reden. Vielleicht erwischen wir mal den richtigen. Und gehe zwischen 18 und 22 Uhr zum Doc, hole den USB-Stick für Adam und bringe ihn am nächsten Tag zu ihm. Zum Doc. Das ist ja eigentlich gerade bei mir um die Ecke. Das können wir heute tatsächlich noch erledigen. Das schaffen wir heute noch, oder? 18 und 22 Uhr. Wenn wir jetzt dahin gehen, könnte es klappen, oder? Das müsste ja bei diesem komischen Seebären da sein. Also der, bei dem wir die Geschichte da mit dem Boot hatten und so, ne? Würde ich mal vermuten. Schauen wir mal. Und sonst müssen wir halt ein bisschen livestreamen. Und das dann den Tag als erledigt betrachten. Da. Du, bist du das Captain Wayne? Nun, ich habe einen Fisch gefangen, der mich an den Käufer im Treasure Truck erinnert hat. Ich habe ihn schnell zurück ins Wasser zurückgeworfen. Meine Güte, war der hässlich. Oh, scheiße. Nee, aber dann ist nicht das der Dock. Ich dachte hier an den Docks. Hier? Ja, jetzt ist eh fast 22 Uhr. Kacke. Ich krieg heute nichts geschissen, Leute, ne? Meine Abonnenten werden sehr, sehr enttäuscht von mir sein. In-game und out-game. Naja, wenigstens eine Geschichte haben wir weitergemacht. Vorangebracht. Für nächstes Mal bereite ich mich besser vor, Leute, okay? Versprochen. Hashtag versprochen. So, was haben wir hier noch, oder? Also, wir müssen einen Livestream zu... Wobei, nee, erst die Sachen, die schneller ablaufen. Ah, ein Video zu Pokémon hochladen. Das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Das könnte ich jetzt mal machen. Oh, ich glaube, das war noch in Bearbeitung. Oder? Ist da nichts mehr? Doch, hier, das da. Wurde bereits bearbeitet. Ja, aber kann ich das eigentlich auch wieder rausholen? Ich muss die doch wieder rausholen können, die Videos. Hä, wie kriege ich die da raus? Stimmt, da bin ich nicht... Ich muss die doch da rausholen. Just Chatting? Vlog? Gameplay? Das sind uralte Videos. Die habe ich nie da rausgeholt. Aber wie kriege ich die da raus? Hä? Video bearbeiten? Ach, da ist es. Oh, ich dachte schon. Es war gerade nur nicht drinne. Oh, ich habe gerade schon Schiss gekriegt. Siehst du? So schnell kann es gehen. So, zack und zack, oder? Das ist eigentlich auch nicht wirklich gut, ne? Hm. Ich kann die aber verbessern, habt ihr mir auch mal gesagt, ne? Warte. Ich könnte die eigentlich auch mal verbessern. Das könnte ich mir eigentlich auch mal machen. Warte mal. Wenn ich hier jetzt auf R drücke. Bearbeiten. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Das bestgehütete YouTuber-Geheimnis. Wenn du Effekte zu deinem Clip hinzufügst, kannst du mit deinem Video, mit dem Video neue Dimensionen erreichen. Effekte verwenden Renderpunkte, aber du musst den Editor aktualisieren und sie beim ersten Mal kaufen. Okay, das geht die Zeit jetzt weiter. Oder kann ich mich jetzt hier umgucken? Oh, die Zeit geht weiter. Scheiße. Ja, ich kaufe jetzt mal ein bisschen was, damit wir dann hier mal auch weiterkommen. So. Ein bisschen Geld investiert in all das hier. So, warte. So. So.
Geht nicht mehr. Ich habe nicht genügend Renderpunkte. Oh Gott, ich kann das nicht. Ich stehe unter Zeitdruck, Leute. Kann ich das auch wegmachen wieder? Ja, kann ich. Weil das kostet echt voll viele Punkte tatsächlich. Das kostet mega viele Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Zukunft machen will. Oh Gott. Ich weiß schon den Hashtag. Heute ist echt kein guter Tag für mich gewesen. Hashtag verkackt. Wir haben nur das hingekriegt mit dem Fitnessstudio. Alles andere verkacke ich jetzt hier ohne Ende. Verdammt. Na gut, weiter Kohle. Egal. Den Livestream möchte ich aber auf jeden Fall noch machen. Warte, den kriegen wir noch zeitlich irgendwie hin, oder? Oder die andere Quest. Poste ein Foto mit Plastic Gear auf Insta Live. Habe ich das? Das schauen wir mal. Das Lager. Plastic Gear, wo bist du? Ich verliere irgendwie so ein bisschen die Übersicht. Das ist bei euch auch so, bei den Spielen. Je mehr Spiele man hat, umso mehr verliert man die Übersicht. Ich konnte mir nur merken, dass das hier das Animals Camping ist. Das konnte ich mir merken. Aber alles andere weiß ich gar nicht, was das ist. Urban Fighter, Monkey King. Moonbound. Clarasoft. Nee, dann habe ich das Spiel nicht. Oder das da? Geocraft, nee. Habe ich das Spiel nicht. Schade. Plastic Gear. Ja gut, dann ein Video zum Trend Pokémon hoch und halt... Hä? Ach, mindestens 168.900 Aufrufe. Nein! Siehst du, selbst das habe ich nicht geschafft. Ich bin heute echt nicht in Form. Wir machen jetzt noch den Livestream, der muss noch sein. Saga Dream Livestream. Das schaffe ich noch. So. Stream starten. So, am besten hier mit Hä? Da ist doch Plastic Gear. Hä? Gerade eben habe ich doch noch gar nicht gesehen. Wo ist Plastic Gear? Ich habe es wieder nicht gesehen, ey, Alter, weißt du? Ich sag ja, ich bin heute nicht in Form. Halt es jetzt fest. Mach das scheiß Foto und gut ist. Ich hab die Schnauze voll hier heute. Der Tag muss enden. Hashtag. Na. Ne. Feierabend! Reicht jetzt auch. Ich verkacke hier alles. So. Lager ist ein. Ja, komm, hier aufbewahren. So. Livestream. Komm jetzt. Der Zeitdruck hier, ne? Gut. Komm, das schaffen wir jetzt noch. Aber dann haben wir wenigstens noch zwei Sachen gemacht. Dann bin ich einigermaßen zufrieden. Wenn ihr zufrieden gewesen seid, dürft ihr euch in jedem Fall eine positive Bewertung da lassen. Lasst mir bitte eine Mitleids-Positiv-Bewertung da. Ich weiß, es war nicht gut, was ich heute gemacht habe, aber komm. Ich hätte gern Mitleidspunkte von euch. Darf ich die haben? Bitte. Schön bettelnder YouTuber, weißt du? Wenn man um 4 Uhr streamt oder bis 4 Uhr rein, dann hat man keine Chance. Oh Gott. Ich habe echt kein Glück heute. Hashtag Pechstag. Berühmter YouTuber ist da. Keller Geektopia. Okay, Leute. Das wird langsam wirklich... Also, ich muss einen neuen Part starten. Und da wird alles besser. Hashtag nächstes Mal wird alles besser. Danke für die Bewertung, die ihr mir hoffentlich trotzdem gegeben habt. Und bis zum nächsten Mal bei YouTubers Live 2. Ciao.